Eben noch habt ihr über die Dämonenarchen gesprochen und überlegt, ob und wenn ja, wie ihr sie zerstören könnt. An Bord eines Schiffes kommen und mit einer großen chemischen Reaktion verbrennen. Ob das klappt, wird die Zeit zeigen. Nun jedoch müsst ihr erst einmal wieder zu den weltlichen Dingen. Ihr braucht eine Mannschaft für euer Schiff, denn nur mit 5 oder 6 Helden kann man es nicht steuern. Wir schreiben den 18. Firun, kurz nach Sonnenhöchststand. Ihr sitzt immer noch oben an eurem Tisch. Unten ist Porkwurm immer noch dabei, Dinge zu sägen, um euer Kontor nach und nach wohnlich zu machen. In den letzten paar Tagen ist noch eine ganze Menge passiert. Aber ja, so für die nächste Zeit werden sich dann wohl die allerersten Leute melden. Das hattet ihr dann so in der Taverne ausgehängt, so dass sie sich dann heute bitte melden mögen. So, wir brauchen 17 Mann, wenn ich das richtig sehe. Das mit den Finanzen geht klar. Sollte klar gehen, wir können sie bei der Rate, die wir zahlen, bestimmt einen Monat lang versorgen und danach noch ein wenig und dann müssen wir sehen, wo wir Geld herbekommen. Was das angeht, ich war im Chortempel und ich habe auch nochmal mit Potro gesprochen. Ich denke, ich habe 10 gute Söldner an der Hand. Die sollten sich in einigen Tagen hier ansammeln, damit wir Verträge aufsetzen können. Gut. Also, die Matrosen werden sich heute nach der Mittagsstunde. Ich wollte sie ihre Bewerbungsaufgaben nicht in der Stunde, in der das Preis mal am höchsten steht, durchführen lassen. Sie werden sich heute nach dem Mittags mal auf der anderen Seite des Fischerhafens treffen. Hier, daraus geht einmal zum Fenster. Zeigt raus. Dort drüben seht ihr den Steg. Ach Auf die da. Karte schauen. Warum denn Hier da werden sie drüben? sich in rund, ich schätze, 2 Stunden Gläsern alle sammeln und dann werden sie 2 Aufgaben erfüllen müssen. Und welche? Nun, Sie sehen ja unser Schiff hier und bei dem, was wir vorhaben, ich werde nicht ins Detail gehen, aber sagen wir, die Männer, die wir haben wollen, die müssen fürs Härteste des Harten gewappnet sein. Also, sie müssen schwimmen können und wenn so ein Schiff sinkt, dürfen sie natürlich auch nicht ertrinken. Das heißt, sie müssen sich als erstes in der ersten Aufgabe mit ihren Zimmermannsfähigkeiten beweisen und etwas herstellen, mit dem sie sich über Wasser halten können. Wie ein Floß oder? Naja, ein einfacher Stumpf wird es auch erstmal tun. Ich habe da von einigen der Schiffswerften hier die Überbleibsel von Holz, was nicht weiter verwendet werden kann, besorgt und na, dann schauen wir mal, was sie daraus basteln. Ja, und die zweite Aufgabe da. Naja, lasst euch überraschen. Weiß nicht, Jalan, ihr als Kapitän kommt am besten mit. Der Rest von euch kann sich das Spektakel ja gerne von hier drüben aus ansehen. Wie lange wird es etwa dauern? Naja, ich wollte Ihnen ein Stundenglas geben, um da etwas aus den Holzteilen zu basteln. Und danach, nur noch kurz, denke ich. Na gut. Ey, was machst du hier? Raus, falscher Eingang. Wer ruft denn da? Porkwurm, was ist da los? Ja, ihr sitzt eine Etage über euch, also ihr sitzt im oberen Stock, immer noch an eurem Tisch. Könnt das natürlich nicht sehen, aber naja, durch die Türen hindurch könnt ihr sein Rufen auf alle Fälle hören. Ich gehe mal nachschauen. Haben wir jetzt eigentlich so ein schönes Ohr da von oben nach unten gekriegt, wo man runterrutschen kann? Ja, habt ihr. Hier unten. Juhu! Ich rutsch mal runter. Ich nehme lieber die Treppe. Das gebührt sich Du hörst nicht. Wascher an dir vorbei. Hui! Das Ohr runterrutschen. Ich guck mal durch das Loch, bevor ich runterrutsche. Ja, würfeln wir einfach mal eine ganz normale Kletternprobe. Und das wird hoffentlich klappen.
sich an diesem Eisenrohr festzuhalten und dann hier auf die nächste Ebene zu kommen. Wenn ihr nach und nach nach unten kommt, Jalan steht gerade auf der Treppe, kannst du erkennen, wie Borgwurm gerade wohl aufgestanden ist, hat hier wohl noch irgendwas gesägt und deutet jetzt hier hinein. Du kannst wohl erkennen, dass im Inneren deines oder eures Kontors jetzt jemand steht in einem schwarzen Ledermantel, der so ein bisschen zerschlissen ist, tiefe Stiefel, die mit schweren Schritten dann über diesen Holzboden schreitet er dann auf Borgwurm zu. Hat sich wohl auch sein Bart mit Wachs eingeölt und ein Kopftuch, wie es ja, Seefahrer oder Piraten eben so tun, um seinen Kopf gebunden, um dann die etwas ausgefransten Haare dann nach hinten so zu verbergen. Kommt er dann auf Borgwurm zu. Wie groß ist der? Der ist so um die 1,70. Genau kannst du es nicht abschätzen. Hola, buenos dias. ¿Cómo estás, señores? Was? Definitiv ein... Ja, zusammen mit seiner Sprache, das ist ein Alanfana. Ich guck mal kurz die anderen an. Guck dann ihn an. Ich spreche kein Brabaki. Na, Brabaki, gar kein Problem, Senor. Mittelreich. Also gut, ich wollte mich einstellen hier. Ich habe eure Aushang, euer Flugblatt gesehen, ne? Und ich bin wohl etwas zu früh, ja? Ein stolzes Schiff habt ihr hier. Und wenn ihr den Aushang gesehen habt, habt ihr doch sicherlich auch gesehen, dass ihr euch dort drüben am Fischerhafen versammeln sollt. No, Senor. Wir sollten uns hier versammeln, ne? Er schreitet dann an dem alten Mann Borgwurm einfach vorbei, klopft ihm nochmal so ein bisschen beiläufig auf die Schultern. Total abfällig, kommt dann auf dich zu. Kannst sehen, wirklich bewaffnet ist er nicht. Doch, unter seinem Ledermantel trägt er eine zusammengerollte Peitsche. Und er trägt ein kleines Wappen, auf Herzhöhe, so ein kleines Boronsrad. Gibt er dir die Hand? Ugdan, Sturmfels. Und Frosty, guckt er sich auffällig um? Also guckt er sich um, wie unser Kontor aussieht? Sehr auffällig, meine ich jetzt? Also, sehr auffällig. Also jetzt gerade hat er mehr Augen für Jalan, der gerade die Treppe hinuntergekommen ist. Er schaut so ein bisschen, abfällig zu dir hinüber. Dann macht er die Augen nochmal kurz auf, als er dich nochmal ein zweites Mal mustert. Und lässt dann Jalan einfach stehen. Richtig abfällig, dreht sich um und kommt auf dich zu. Senora! ¿Cómo estás? Ich bin jetzt wahrscheinlich gerade auf dem Arsch, weil ich meinen Federpop dermaßen verkackt habe. Ja, rappel mich auf. Was hast du denn gewürfelt? 20, 18, 18. Ja, dann bist du auf alle Fälle richtig schön in so einen Reissack gerumst und bekommst 3W6 minus 3 Schadenspunkte. What? Ja, klar, also das ist gefährlich. Elphadaios kommt zumindest unten an und tritt nicht auf deine Finger, aber bei Brindigian sieht das dann doch wesentlich eleganter aus. Sowas lernt man wahrscheinlich im Dschungel. 3W6 minus 3 sind 11 SP. Mhm. Schön auf Steißbein, also man muss jetzt keine Runde eintragen, das ist generell erschöpft auf dein. Aber das tat richtig weh. Und das gibt einen schönen blauen Fleck, kann sich dann Rodrigo nachher um dich kümmern. Aber du hast auf alle Fälle die Aufmerksamkeit von Ugdan Sturmfels. Senora, kann ich euch aufhelfen, ne? Wer seid ihr? Besonders liebreizend sind. Ich bin Ugdan. Könnt mich auch Sturmfels nennen, ne? Bin Seefahrer und möchte ich mich bei euch bewerben, ne? Aber warum seid ihr hier? Der Mann da hinten, dem du gerade die Schulter zugekehrt hast, das ist dein Kapitän, wenn du es dann in unsere Crew schaffst. Wir reisen unter Begleitung eines Eferdis. Ja, er gibt Wascher dann die Hand und versucht sie so hochzuziehen, wenn sie sich hochhelfen lässt. Ich lass mich auch natürlich hochziehen. Ja, zieht er dich hoch, du merkst auch, wie er warme Hände hat, streichelt noch einmal über deine Handoberfläche und lässt sich dann stehen, streichelt noch so ein bisschen über deine Schulter und wendet sich dann zu dem Eferdi, der wohl auch gerade neben dir gelandet ist. Eine sehr kompetente Reiseunternehmen, Also gut, ich würde euch gerne begleiten. Nun, wir müssen natürlich erstmal schauen, ob du hier das mitbringst, was es braucht, um auf der Hohen See zu überstehen. Ja, selbstverständlich, Senor. Warst du denn schon mal auf der Hochsee unterwegs? Selbstverständlich, Senor, ich bin Seefahrer. Ja, und? Aber bereits über die Schwarze Armada bin ich gefahren.
Na, was ist das schon, die blutige See? Evadaios, habt ihr die alle hier eingeladen, dass sie hier hinkommen sollen? Nein, nein, das ist schon der Fischerhafen. Du kannst so neben dir, die Tür ist noch, oder diese zweite doppelte Tür ist so geschlossen, aber du kannst dahinter auf alle Fälle auch hören, dass da wohl der ein oder andere davor steht und sich unterhält. Also, weil ich würde dich jetzt nicht alle hier reinlassen. Ich habe erstens was zu planen und zweitens sollen die gar nicht hier rein. Sollen nicht ja, alle... können doch auch in ihr Büro gehen, ne? Ihr habt doch sicherlich eins. Ja, da hinten, aber... Ja, er geht dann auch einfach mal los in die Richtung, wo du gezeigt hast, wahrscheinlich diese Tür. Und, ich fuchtel in seinem Rücken mal Evadaios was zu, wie der Motto, was soll denn hier aus mit dir? Evadaios, warum nehmen wir uns nicht? Ich höre vor der Tür bestimmt noch 3-4 Leute. Nehmen wir uns nicht unseren Galgenvogel hier und die 3 da draußen und gehen schon mal zum Fischerhafen raus. Ja. Okay. In der Zeit kann Wascher hier noch ihre Dekorationen zu Ende führen. Danke, Jana, danke. Er schaut so ein bisschen falls zu Rodrigo. Falls sie noch welche aufschlagen, dann bringe ich sie mit. Er schaut zu Rodrigo, strahlt ihn an. Er ist sicherlich auch beeindruckt von deinem mächtigen Bart, Rodrigo. Und klopft dir dann auch freundlich auf die Schulter. Ein Torwaller, ah, sehr gut. Ich habe schon so viele von euch umgebracht, da macht der ein oder andere auch nichts mehr. Ich habe meinen Groll mittlerweile überwunden. Schön, mit einem Torwaller zu fahren. Die wissen, was sie tun. Rodrigo nickt nur. Sagt aber nichts und schaut ihn etwas... fährt genauso verächtlich an, wie er andere Leute verächtlich anschaut. Das kann Rodrigo, ja. Ich geh mal zu Rodrigo rüber und nehme offensichtlich seine Hand und schmieg mich bei ihm an und funkel ihn böse an, den neuen Mann. Ja, Ugdan verschwindet jetzt im Büro, guckt sich kurz um und setzt sich dann auf so eine Bank, die da steht, noch von von euren Vorgängern, die ihr nie kennengelernt habt, setzt sich dann dahin und so ein Schemel, den er sich da hinstellt, die Beine hoch und guckt sich ein bisschen um. Wo soll ich denn unterschreiben? Brüllt er so ein bisschen durch diesen Raum in dieses andere, in den anderen Raum, den etwas größeren, auch wenn ihr gerade da hinterherkommt. Viel zu laut für euch. Aber so auf alle Fälle, dass dann auch Jalan und Brindijan das hören kann. Noch nirgendwo. Ihr habt noch nichts gezeigt, ihr habt noch nichts bestanden. Euer Gnaden zieht. Fertigt ihr den ab, ich greife mir so lange die draußen schon mal. Okay, also dann, hier wird noch nichts unterschrieben. Wir müssen erstmal schauen, ob du schwimmen kannst und nicht runtergehst wie ein vollgesogener Sack Getreide. Also, komm mal vor. Sie, Senior. Ja, er folgt dir. Bis später, auch dann. Winkt ihm dann. Schön, dass du weggehst. Auf Wiedersehen. und er betont dieses Wiedersehen, betont er sehr stark. Zwinkert dir mal zu. Guck einmal zu Rodrigo hoch, guck ihn wieder an, mach wieder ein böses Gesicht. Ja, wenn Jana die Tür aufmacht, kannst du sehen, dass da wohl irgendjemand kurz davor steht. Ein paar Füße, die dann schaben und dann, nachdem du so eine Tür aufgedrückt hast, kannst du sehen, wie ihr wohl, du zählst kurz durch, 40, 50 Leute stehen. Nicht unbedingt in Reihe und Glied, aber so wahllose irgendwie hier verteilt, die jetzt hier vor eurem Kontor stehen und warten, bedient zu werden, irgendwie sowas. Du kannst auch das ein oder andere vertraute Gesicht sehen, also zum Beispiel diesen strahlenden Ritter mit seiner Knappin, der hier sehr diszipliniert, nicht im Stillgestanden, aber im Rührt euch steht er da, so militärischer Drill, einige andere lehnen an der Wand, du kannst hier hinten auch sehen, wie ein Seefahrer auch gegen das Kontor gegenpisst gerade, also hier gibt es qualitätsmäßig von bis eine ganze Menge und da muss ausgesiebt werden, ganz, ganz klar. Okay, ich fasse mir erstmal kurz an die Schläfe und erinnere mich dran, Evadaios, nochmal ein, zwei Kniffe zum Thema Schreiben zu zeigen, die ich von Ragnar gelernt habe. Da haben wir ja einige angelockt. Doch, dann bin ich. Ja, ihr habt das wohl falsch ausgeschrieben. Meine Herren, hergehört! Wer von euch ist Seefahrer? Ja, siehst wie viele Leute ey brüllen oder einfach nur die Hände heben. Gut. Alle Mann, da drüben, er zeigt über die Bucht, am Fischerhafen, seht ihr den Steg? Da treffen wir uns gleich, sagen wir in einer Stunde. Dann zeige ich noch, auf den du gerade an die Wand bist, außer du kannst nach Hause gehen. Guckt sich um, links, rechts, wird ein bisschen rot und steckt dann seinen Lümmel wieder ein. Siehst auch, wie er sich so ein bisschen bekleckert hat, Schuhe, Hose und trottet dann von da. Wie viele sind denn jetzt noch hier, wenn die so langsam abziehen? Du siehst, dass ungefähr ein Dutzend geht dann rüber. Die anderen bleiben stehen. Der Rest sind Söldner?
Nö, das sind auch viele Seefahrer, aber die wollen halt gerne hier vorsprechen und wenn sie jetzt halt gesagt wird, dass sie drüben auf dem Fischer haft, vielleicht ist das ja nur ein Trick. Kann ich mal überzeugen, Probe, gar kein Problem. Überzeugen kann ich. Boah, ich habe das Gefühl, ich muss dem Mann den Hals umdrehen, halte mich zurück. Oh, gerade so geschafft. Ja, nach einem Dutzend gehen weiteres Dutzend geht rüber. Was jetzt noch? So 20 Mann, die hier rumstehen. Die anderen 20 sind jetzt gerade am Überlaufen. Dann ist euer Laden, ich kümmere mich drum. Natürlich, also ich kümmere mich so lange um die Söldner. Das ist hier kein erstes Aussieben. Wer sich hier nicht als Söldner, sondern als Matrose oder sonst was bewerben möchte, folgt mir mal. Ich bin Evadaros und der Bordgeweihte. Das hier hinter mir ist übrigens die Okuri. Also wenn ihr es schafft, dann wird das für die nächsten Monate euer Zuhause. Gehört die Okuri nicht eigentlich wem anders? Jetzt nicht mehr. Ganz leicht. Ich war schon auf dem Schiff. Dann kennst du dich ja mit ihr aus. Und dieser Mann ist ihr neuer Captain. Jalan von Schnattermoor. Ja. Wenn die Söldner mir bitte folgen würden, wir gehen mal hier rüber. Gut. So, wenn du auf der Okuri schon gedient hast, weißt du ja, wie man sie bedient. Aber, naja, los Leute, kommt mal mit. Jeder, der sich hier auf etwas anderes als auf eine Standard-Matrosen-Position bewerben möchte, sagt mir noch bitte einmal, was er denn genau für eine Position an Bord übernehmen möchte. Kurze Ansonsten, Frage an Faruk bzw. Priodano. Willst du Navigator sein oder einfach Seefahrer? Naja, ich wollte ihn so als Navigator in Ausbildung quasi ankommen, irgendwie, sodass das Schiff gesunken ist und man jetzt hier weitermachen möchte. Oder? Möchtest du mit den anderen mitgehen als Standardmatrose oder möchtest du hier bleiben in der Hoffnung, dass Ich wollte eigentlich die Ausschreibung vernünftig befolgen, weil ich ja lesen kann, nicht wie gewisse andere Leute. Ja, die können auch lesen. Das waren wohl verschiedene Informationen, die hier gestreut worden sind. Ah, okay. Sonst werde ich dann mal an den Rand treten. Wahrscheinlich mit 20 anderen Leuten, die jetzt sich auch profilieren möchten, ne? Ist wahrscheinlich. Ja. Ja, dann überzeug dich mal den Evadaios davon, dass er dich mit als erstes dran nehmen kann. Einfach nur überreden, Probe. Einfach mal überreden, Probe. Ja, klar. Also, da, um dann irgendwie zwischen den anderen hervorzustechen, muss natürlich wenige Worte sein. Kannst ihn jetzt nicht zulabern, weil das machen natürlich alle anderen auch. Nach dem Motto, ich bin der Beste, sondern das muss halt knackiger. Ja, knackig, 4 Punkte, die dir helfen. Was willst du denn sagen, wenn du jetzt so vor ihm stehst, wie die anderen labern ihn auch voll? Euer Gnaden, Entschuldigung. Ich war erst Leichtmatrose und hab dann ein bisschen Navigator. Wir waren auch Leichtmatrosen. Ich kann Karten lesen, du Nase. Ja, wer kann das nicht? Ich kann in der Arena klettern. Und in der Wand. Du hast doch kaum ein ganzes Auge mehr. Okay, Karten lesen, so. Ja, also so ein bisschen. Das Steuerrad halten. Ich kann kochen. Jetzt, ich hab gute Augen. Hier. Einer nach dem anderen. Und du, wie ist denn dein Name? Du da vorne. Meint er mich? Das zeigt auf mich? Oder? Ja, genau du. Faruk nennen sie mich. Tankzahn. Tankzahn, das klingt ja schon mal ganz sympathisch. Also, ja, ich bin mit ein paar, naja, nicht so... Er klingt wie ein Paktierer. Deine Mutter klingt wie ein Paktierer. Wie war das? Wer hat das gesagt? Keiner meldet sich. So, also, wir gehen jetzt mal. Und Faruk, mein Freund, ich leg ihm den Arm auf die Schulter. Er ist ein Kopf kleiner als du. Nun, wenn er ein Paktierer wäre, dann hätte ich das schon längst gemerkt. Ich hoffe, keiner von euch anderen ist einer. Denn dann, nun, seht ihr das Hafenbecken, dann werdet ihr dort untergehen. Du siehst, wie einer. Aber jetzt gehen wir erstmal rüber zum Fischerhafen. Du siehst, wie einer von den Leuten dann auch abdreht und woanders hingeht. Sah da wohl schon Muffels außen bekommen. Naja. Okay, jetzt fangen wir aber hier mit Faruk an. Faruk Tankzahn, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Also, du kannst ein bisschen Karten lesen, du bist ein bisschen Leichtmatrose. Ja, ich habe alles noch ein bisschen. Angefangen habe ich als Schiffsjunge und dann musste ich leider lange Zeit auf dem Land leben, weil kein Schiff mich mitnehmen wollte. Und dann jetzt vor kurzem gelandet und der Kapitän hat mich halt so ein bisschen ausgewählt. Aber das Problem ist, das Schiff wurde halt, naja, kaputt gemacht. Überreden, lügen. Ja. Menschenkenntnis dagegen. Erschwert um 3, vielleicht, weil falsche Kultur, weiß nicht.
Was hast du für eine Kultur? Ich habe soziale Anpassungsfähigkeit und ja, ich habe Kultur, Almada, der hier Almada, halt Pulamiden. Ja, okay, Almadanisch, Pulamidisch, das wird er verdammt nicht haben, also Menschenkenntniserschwert um 3 und dann die konträre Probe. Also ich mache jetzt eine um 3er Schwerte. Menschenkenntnisprobe. Ja. Mhm. Und dann wird verglichen, wer mehr THP-Sterne über hat. Nun also, wenn dein Schiff untergegangen ist, aber du noch hier neben uns stehst, dann scheint Herr Effert ja noch etwas mit dir vorzuhaben. Okay. Ja, wahrscheinlich. Also der nicht ist jetzt Scan. Der stand noch nie auf dem Schiff. Und du, Junge, du warst schon mal auf dem Schiff. Ja, natürlich. Ja? Und wie hieß es denn? Die Konchom, die Stolz von Konchom war ich schon. So, so. Die liegt hier auch im Hafen? Klar, da oben. Guck mal hin. Ah, so, so. Und ist dort die Bezahlung zu schlecht oder warum heuerst du bei uns an? Ja, weil die lange nicht mehr abgelegt sind. Der Sultan will halt nicht mehr. Seefahrt und so. Mhm. Und dich dürst jetzt nach Abenteuern oder was? Klar, uns alle. Ist das ein Wort, Männer? Euch dürst jetzt nach Abenteuer? Bezahlung. Bin nicht selber zeugen. Das stimmt, die Bezahlung ist bei uns etwas besser, aber ihr werdet auch hart reingenommen und nun, es kann durchaus mal passieren, dass ihr wochenlang nicht den Heimathafen seht. Ich hoffe, das ist jedem klar und jedem, der das nicht klar ist, sollte noch einmal drüber nachdenken und sehen, ob er hier wirklich am richtigen Fleck ist. Ja, du guckst so in die leeren Gesichter von Seefahrern, Wind- und Wettergegerbte Haut, salzige Haare. Sie schauen dich an, schütteln nur so leicht mit dem Kopf. Sie gucken so dich an, du merkst, wie sie dich mustern, dich auf dein Alter reduzieren. Du bist zwar fertig, aber diese Männer sind halt länger zur See gefahren, als du lebst teilweise. Ja, ich sehe eure Skepsis und ich will es noch einmal betonen, wir fangen hier nicht raus, um Fische zu fangen. Wir werden durchaus die blutige See kreuzen und es könnte gefährlich werden. Ja, Faruk? Kriegen wir denn wenigstens eine göttergefällige Bestattung, wenn wir, naja, ich sag mal, wenn wir zu Boron gehen? Natürlich, ihr werdet auf einem geweihten Schiff segeln, also es wird ein Boot segeln, über das ich gesprochen habe. Und solltet ihr nun unter die Fluten sinken, dann werdet ihr in das Reich von Herrn Effert eingehen. Aber das will ich bei meinem Leben verhindern müssen. Gut. Dann gehst du mit den Seefahrern in Richtung des Fischerhafens auf die andere Seite. Ja, wir trennen uns dann so also. Während der Fadaios die Seefahrer fortführt, greife ich mir die Söldner mal und bringe sie ein paar Schritte weiter, damit wir getrennt sind. Ja, direkt auf dich zu. Du kannst auch deine Mittelländer sehen. Brindisi hat wohl auch schon mit ein paar Maraskanern gesprochen. Die drücken sich da auch in der Ecke rum. Alles Frauen. Keine Ahnung, wie er das macht, aber 5? Boah, ja. Ja, so ein bisschen eigen, so ein bisschen exotisch, aber Maraskana, definitiv. Die hat er wohl angeworben. Und auf dich zu kommt direkt Jagold Riedkötter vom Bärenhain, der Ritter mit seiner Knappin. Euer Wohlgeboren. Schön, euch zu sehen. Er gibt dir direkt die Hand zum Rittergruß. Ich nehme die natürlich, Herr von Riedenhain. Ihr habt sicherlich eine ganze Menge vor, nicht wahr, mein Freund? Wir haben jede Menge vor. Blutige See ruft. Sie ist voller Gefahren, die es zu bewältigen gilt. Ich folge euch gern. Wo sollen wir unterschreiben? Ah, da kommen wir gleich zu. Ich muss erstmal hier ein wenig sortieren. Wie viele sind denn hier? Sind das nur die 10, von denen wir gesprochen haben, oder sind mehr gekommen? Da sind so ein bisschen mehr dabei. Also du guckst dich kurz um. So um die, 15, 16. So ein paar Leute musst du raussieben, aber nicht viel. Das wird einfach gemacht, ich hebe kurz die Stimme. So, ich habe 9 Plätze zu vergeben. Jeder tritt jetzt vor, stellt sich kurz vor, sagt, wo er herkommt und was er schon erlebt hat. Und dann wird das erstmal gemacht und ich versuche mir da mal die kompetentesten abzugreifen. Schreibst du mir kurz unten den Namen des Ritters rein? Ja, ich kann dir auch den Token aufdecken. Oh, das geht natürlich auch.
Denn die 5 Mittelreicher, die du damals in der Taverne schon angeworben hast, das werden dann diese Kameraden hier sein, auf dieser Seite. Und nach sind dann halt weitere Leute, die dann entweder als Seefahrer oder als Söldner angeworben werden. Wir können natürlich auch dann sehr generische Seefahrer anwerben, die sehr nichts sagen, dann reinschauen und ihre Arbeit einfach so verrichten. Also Ephadaios kann auch sehen, wie ein paar Kinder mitkommen. Müsste man sich jetzt überlegen, ob man auch Bordkinder anwerben will, die dann noch bevor sie Leichtmatrosen sind, hier ihren allerersten Dienst auf See versehen. In der blutigen See ist das natürlich nicht ganz so einfach, aber naja, irgendwo muss man anfangen und wenn man ein Kuntium ist, hat man nicht wirklich die Wahl. Naja, muss man sich überlegen, ob man noch Kinder hat. Ja, was machen denn die anderen drin, während Yalan sich die Söldner ansieht? Ugdan ist doch irgendwem jetzt gefolgt. Der ist... Wem wollte der denn folgen? Mit Ephadaios ist der raus. Genau, Ephadaios hat gesagt, komm mit und dann hat er gesagt, dass er dem folgt. Und Rodrigo hatte sich zu Bosch umgedreht und sagte, halt mich zurück, sonst würde ich den Mann noch erschlagen. Ach, das... Der weiß aber nicht, wie er sich benehmen muss, hm? Freu dich doch lieber später und so. Ja, daraufhin lächelt er wieder. Ja, du hast recht. Wir müssen hier noch ein paar Sachen vorbereiten. Hilf mir mal da mit dem Tisch. Ja. Dann packe ich mal mit an. Und jetzt scheint Rodrigo auch wieder gut drauf zu sein, mit Wascher in einem Raum, Tische schleppen, was auch immer das zu tun ist. Mit ihr in der Nähe scheint er wieder gut drauf zu sein. Ja, Myria kommt auch gerade die Treppe runtergetrottet und schaut mal zu Brindigi an. Und was machst du jetzt? Ich werde erstmal sehen, wie sich die Bruderschwestern, die ich hier gefunden habe, und deutet dabei auf die 5 Maraskanerin schlagen. Und danach, mal sehen, wie lange das hier dauert, dann werde ich mal zu Ephadaios gehen und sehen, was er da vorbereitet hat für die Seefahrer. Brindigi, pack mal mit an hier. Der Tisch ist total schwer. Ja, ich komme schon. Ja, heute Abend soll es ja losgehen. Murmelt sie so ein bisschen mehr zu sich selber und geht dann mit, um Tische zu schleppen. Freust du dich nicht, Myria? Ich halte das eher mit dem... Dass es endlich wieder losgeht? Ja, ich freue mich, dass wir bald aufbrechen. Ich weiß zwar noch nicht wohin, aber... Naja, mit Raya kann ich nicht so viel anfangen. Ja, du wirst bestimmt auch deine Freude haben. Ja, bestimmt. Ich habe auch ein paar hübsche Leute eingeladen, Myria. Nur für den oberen Bereich. Ja, lächeln Sie mal an. Ja, sie schleppt dann die Tische und Bänke mit, wohin auch immer. Denn heute Abend soll ja die Raya-Zeremonie stattfinden. Ein paar Stunden habt ihr noch, aber ja. Gut, ja. Dann machen wir erstmal bei Yalan weiter. Sich die Söldner angucken. Genau. Wie gesagt, die stellen sich hoffentlich alle vor und sagen, was sie schon mal gemacht haben. Und ich versuche die einzuschätzen, wer von denen denn am kompetentesten rüberkommt. Ja, Jargold, Riedkötter, mit seiner Knappin zusammen, erzählte kurz, dass er eigentlich ganz oben aus dem Norden kommt und im ewigen Eis seine Heimat gegen Glorana verloren hat. Das hatte ich ja bereits am Anfang schon einmal beschrieben. War dann kurzzeitig in Festum, ist dann in Festum auch aufgebrochen in Richtung Süden und versucht jetzt, sich langsam nach und nach wieder mit weiter nach oben, nach Norden vorzukämpfen und hält er Kuntium als Ausgang, wo er sich so eine neue kleine Heimat aufgebaut hat, findet er, glaube ich, erstmal ganz zufrieden. Also seine eigentliche Heimat oben hat er aufgegeben.